Wunderschöne guten Abend und recht herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play über Monkey Island. Warum ich so komisch spreche? Keine Ahnung. Aber uns geht's jetzt wieder viel besser. Wir haben unseren Kameraden jetzt hier gemütlich wiederbelebt. Und ja, wir klauen jetzt erstmal die Sachen, die wir vorher nicht nehmen konnten, weil sie zu laut waren. Dieses Glas ist für meine Trinkgelder. Stell das zurück. Aber ich wollte gerade eine Menge Geld reintun. Mehr, als ich mit mir rumtragen kann. Deshalb wollte ich es mitnehmen und dann auffüllen. Oh, dann okay. Oh, cool. So muss ich das jetzt auch immer machen. Cool, ich habe den Spiegel genommen. Können wir jetzt rausgehen? Ja, hast du gerade meinen Spiegel genommen? Nö. Du lügst, nicht wahr? Ja. Leg es zurück. Schon gut, schon gut. Meine Güte, was für ein Nörgler. Was war das? Nichts. Okay, das heißt, wir können Spiegel nicht nehmen, weil er schaut rein und sieht nicht sein Spiegelbild. Wir haben doch oben das Bild gefunden. Ich probiere mal kurz. Nehmen. Eben, wir haben doch oben das Bild gefunden. Und der Mann, die haben gesagt, dass es ihm ähnlich sieht. Das wird nicht passen. Okay, es passt nicht. Dann können wir es irgendwie zurechtschneiden. Da, ich habe das Gesicht ausgeschnitten. Sehr cool. Und wenn wir es da reinlegen, da schaut ein Spiegel drin, dann sollte er doch eigentlich sich erkennen und nicht merken, dass der Spiegel weg ist. Du hast gerade den Spiegel geklaut, nicht wahr? Nein, habe ich nicht. Er ist da, sieh nur. Sieht aus, als hättest du recht. Oh, Junge, ich beginne alt auszusehen. Kommt von all dem Saufen. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Aber recht hat er. Okay, das heißt, wir haben einen Spiegel. Ich weiß zwar noch nicht, warum oder wofür wir den brauchen, aber naja. Okay. Wir haben noch nicht mit ihm geredet. Oh, wir können weitere Drinks... Nee, komm, wir kennen uns, lernen uns jetzt erstmal kennen. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bin Grieswald, letzter der Meistersuppes und Eigentümer dieses Hotels. Sie haben vielleicht von uns und unserem Suppenrestaurant Imperium gehört, das sich über die ganze Karibik erstreckt. Nun. Das war einst unser prächtigster Erholungsort. In den letzten Jahren sind jedoch harte Zeiten über die Familie Meistersuppe hereingebrochen. Und sie haben mich alleine in diesem modrigen Hotel gelassen. Das Meistersuppe Kolonialhotel und Casino. Was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Ah, das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte meiner Familie. Meine Großtante, Ministrone Meistersuppe, war ein gut situiertes Mitglied der Blood Island Gesellschaft. Ihre einzige Schwäche war ihre romantische Art. Sie hatte etwas übrig für Piraten und für einen davon ganz besonders. Er kam in den Hafen, sie verliebte sich auf der Stelle und innerhalb einer Woche waren sie verlobt. Dann, am Abend vor ihrer Hochzeit, stahl er den fantastischen Meistersuppe-Diamanten von ihrem Ring und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den leeren Verlobungsring an ihrem Finger bis zu dem Tag, an dem sie starb, welcher nicht viel später war. Manche sagen, dass sie immer noch in der Gruft der Familie Meistersuppe spukt. Es ist eine traurige Geschichte, oder? Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Können Sie das wiederholen? Hau bloß ab, Suppenkasper! Suppenkasper und Minestrone, oh. Ich finde diese Anspielungen so schön, so auf verschiedenes Essen. Rein hypothetisch, wie würde man in das Grab ihrer Tante kommen? Ich nehme an, dass sie sterben müssten. Oh, Mist. Okay, dann werden wir vielleicht doch mal irgendwie sterben, wenn wir diese Tarotkarte die ganze Zeit vielleicht richtig deuten. Nee, ich möchte das nicht mal. Okay. Ah. Wie komme ich rüber zur Totenkopfinsel? Nun, es gab eine regelmäßige Fähre zur Totenkopfinsel. Gab es? Ja. In einer kalten Nacht, so erzählt man sich, stach der Waliser in seinem Ruderboot in See. Der dichte Nebel um die Totenkopfinsel verdeckte sogar den Mond.
Aber der Waliser konnte das entfernte Licht des Leuchtturms von Blood Island sehen. Als er die halbe Distanz gerudert hatte, zersprang das Licht des Leuchtturms auf mysteriöse Weise. Und der arme Waliser war verloren und wurde beinahe nie mehr gesehen. Beinahe? Nun, es gibt einige, die sagen, dass spät in der Nacht, wenn man lange genug in den Nebel starrt, der fliegende Waliser zu sehen ist. Wie er in seinem Ruderboot fährt, verloren bis in alle Ewigkeit. Gruselig. Das geht so gruselig, ist auch übrigens. Okay, aber ich sehe ja dieses volle Haus, der muss ja Geld haben bis zum Abwinken. Wie läuft das Geschäft? Oh, ich brauche noch etwas zu trinken. Nicht gut, nehme ich an. Sehen Sie sich um. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Nicht einmal die Kannibalen kommen her. Mein einziger Stammkunde ist eine alte, unheimliche Wahrsagerin, die allen einen Schrecken einjagt. Das soll natürlich keine Beleidigung sein, Madame Xima. Dein Erstgeborenes soll die Pocken kriegen. Ja. Okay. Warum versuchen Sie nicht, dem Ort ein bisschen Leben einzuhauchen? Nun, das ist eine ganz schöne Geschichte. Vor Jahren war dieses Hotel eins der heißesten Reiseziele in der Karibik. Die Leute kamen aus aller Welt, um unsere weltberühmte Abendshow zu sehen. Vielleicht haben sie den ungewöhnlichen Grill draußen auf der Veranda gesehen. Ja, den habe ich bemerkt. Nun, dieser Grill war Kernstück unserer abendlichen Unterhaltung. Ist ein Grill nicht die zentrale Attraktion der meisten anspruchsvollen Aktivitäten des Nachtlebens? Möglich, aber niemand hatte einen Grill wie diesen. Jeden Abend versammelten sich die Gäste auf der Veranda und genau um 6 Uhr. Was ist passiert? Na los, erzähl es uns. Das zu brand? Oh ja. Wir werden ein bisschen lyrisch jetzt. Haben Sie Gedichte im Originaltext rezitiert? Nein. Wollen Sie die Geschichte hören oder nicht? Entschuldigung, ich bin so fasziniert. Bitte machen Sie weiter. Nun, jeden Abend, genau um 6 Uhr, brach der Vulkan aus. Und die Lava floss an der Seite des Bergs herab in eine spezielle Rinne, die unter dem Grill verläuft. Die Gäste waren hin und weg. Oh, schön. Das ist alles? Ein Grill? Das ist Unterhaltung? Nun, ich sorgte für Unterhaltung an der Bar. Aufführungen im Salon? Ja, ich spielte Klavier. Und wir hatten viel Spaß. Eines Tages hörte der Vulkan unerklärlicherweise auf, auszubrechen. Ohne unsere Hauptattraktion verlor das Hotel einfach seine Anziehungskraft. Seitdem ging es bergab. Und der Vulkan ist bis heute nicht mehr ausgebrochen. Tragisch. Haben wir den Vulkan nicht irgendwie angezündet oder so? Oder werden wir das noch machen? Fragen über Fragen. Die Antwort kennt nur der Wind. Was geschah mit all den Gästen? Als der Ort den Bach runterging, sind alle abgereist. Alle außer einem. Der Gast, der niemals ging. Kommt jetzt was Gruseliges? Ich warne Sie. Jede Nacht hörten wir seltsame Geräusche aus diesem Zimmer kommen. Schreckliche, fürchterliche Geräusche, die das ganze Hotel erschütterten. Jedes gefolgt von schlimmsten Schreien und Flüchen. Dann, eines Nachts, hörten die Geräusche einfach auf. Und ein furchterregendes Jammern und Klagen trat an ihre Stelle. Ich habe das Zimmer verriegelt und geschworen, niemals mehr diesen hasserfüllten Ort zu betreten. Das ist auch noch lieb. Ich meine, vielleicht hat er um sein Leben gekratzt und wollte nur raus und hat sich vielleicht einen Fuß eingeklemmt und der verschließt einfach das Zimmer. Ich glaube, das ist nicht nur deswegen, dass ihm die Gäste wegbleiben. Würden Sie mich in das Gästezimmer im oberen Stockwerk lassen? Nein, er ist aus gutem Grund verschlossen. Niemand darf die dunklen Geister stören, die dieses Zimmer bewohnen. Aber ich will nur kurz so rein, aber okay. Wenn Sie vielleicht mit einem aggressiveren Marketing... Ich habe alles versucht. Pamphlete, Aufkleber, umfassende Printkampagnen.
Ich habe sogar versucht, Fläschchen mit meinem eigenen Blut zu verkaufen, mit der Aufschrift: Meine Eltern waren auf Blood Island. Cool. Und alles, was sie mitgebracht haben, war diese schäbige Blutprobe. Das ist eklig. Im Nachhinein betrachtet ist es das. Nee, das ist cool. Ich will auch so etwas. Vielleicht könnten Sie ein paar zusätzliche Entertainer buchen. Ich habe vor einiger Zeit einen Jongleur gebucht, aber daraus ist nichts geworden. Ein launischer Kerl. Erzählte die ganze Zeit, wie er für seine Kunst leide und so weiter. Die Gäste hassten ihn. Sie jubelten sogar, als er während einer Feuerschlucker-Vorführung in Flammen aufging. Warum los? Wenn Sie sich vielleicht auf die Geschichte von Blood Island konzentrieren. Welche Geschichte? Die Insel hat eine Windmühle und einen Leuchtturm. Es gibt nicht viel zu sehen. Einen riesigen Friedhof mit Tausenden von Gräbern vielleicht? Ein Vulkan? Ein Kannibalendorf, das belebt oder bewohnt wird von vegetarischen Kannibalen? Also ich könnte es genug... Ja, okay, ich sage nichts. Vielleicht sollten Sie das Hotelgewerbe aufgeben. Die Meistersuppes waren immer schon im Hotelgeschäft. Ich muss meinen Teil dazu beitragen, den Traum am Leben zu halten, Räume buchen und Drinks mixen. Das ist rührend. Entschuldigung, Drinks rühren. Nein, ich meinte, ach egal. Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Hier ist es ja wie ausgestorben. Sie sagen es. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Wenn ich nicht so stinkreich wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Ah, zum Glück bist du stinkreich. Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. So, was gibt es da sonst noch? Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Ach, war das romantisch hier im Ninia kennengelernt. Es war, wir haben einen Nagel. Wir können vielleicht da irgendwie, können wir mit der Meisel da oben einbrechen? In die Tür? Weil wir können ja nicht reingehen. Ich kann das Türschloss damit nicht aufbrechen. Können wir das vielleicht knacken? So, haben wir irgendwie eine Kreditkarte oder Tarotkarten vielleicht? Wahrsagen funktioniert damit nicht. Nein. Du hast es nur zum Lesen gedacht. Was könnten wir? Können wir da ein bisschen die Tür irgendwie aufbrechen? Zauberstab? Ich kann das Türschloss damit nicht aufbrechen. Na. Okay. Flaschen, können wir die auftrinken? Oh, cool. Das ist. Ich möchte aber die Flasche trinken. So hungrig bin ich wirklich nicht. Nicht essen, trinken. Hallo. Trinken. Kleister trinken. Ich bin nicht so hungrig. Okay. Käse? Nein. Ey, warum steht da ungeschmolzenes Stück Nacho-Käse? Müssen das schmelzen in dieser Nacho-Maschine drin? Sie ist kaputt und schmilzt den Käse nicht. Okay, vielleicht können wir das draußen hin... schmelzen gehen. Oh, schaut, es ist noch nicht angelaufen. Das heißt, was müssen wir tun? Genau. Wir gehen jetzt oben hin und werden Vulkan fachen. Warum ich vorhin gesagt habe, dass ich nicht genau weiß, ob das läuft oder nicht läuft, weil ich hatte das letzte Mal eine Aufnahme, die sie mir leider nicht aufgenommen haben. Das war diese kurze Folge. Und da habe ich das eigentlich schon gemacht. Und aus diesem Grund bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher gewesen. Aber ja. Wir können jetzt ja hingehen. Hey! Verschwinde hier! Du störst die Zeremonie! Okay. Also, hier ist das ungeschmolzene Stück Nacho-Käse. Wissen, der Vulkan verträgt nur Gemüse- oder laktosefreie Inhalten. Und wir müssen natürlich ein bisschen Feuer unter dem Hintern machen. Das heißt... Was tun wir? Nein. Genau, wir essen sie nicht, sondern wir ziehen sie an. Geht. Lecker.
Und wir werden es natürlich ihm ein Opfer huldigen und werden ihn nicht provozieren. Abracadabra. Du Dummkopf! Du hast einem laktoseallergischen Vulkangott Käse gegeben. Weißt du, was das heißt? Du hast den göttlichen Durchfall heraufbeschworen. Rennt um euer Leben! Ach, schön. Puh, das war spektakulärer, als ich gehofft hatte. Warum war das? Naja. Ach, das hört sich immer so schön an wie das Gorgonendorf aus Zelda. Okay, da sind wir hin, Strand, da müssen wir auch nicht hin. Los, wir haben ihn, gib uns etwas dafür. Ja, wir haben noch ein Stück im Käse. Ja, der muss uns jetzt Geld geben, der ist ja Millionär. Wir haben ihn das Geschäft gerettet. So, wo bist du? Der Vulkan ist ausgebrochen. Ja, ich weiß, das Meistersuppe-Imperium ist gerettet. Ah, das ist der schönste Tag meines Lebens. Neben dem Tag, als Großvater den Austernkeks erfand, der auch in der Suppe knusprig bleibt. Nun, das freut mich für Sie. Bald wird das Hotel mit Touristen überflutet sein, die den Vulkan sehen wollen. Und ich kann endlich die Show veranstalten, an der ich zuletzt arbeitete, als wir noch Gäste hatten. Was für eine Show ist das? Voulez-vous, wie je soir? Ein dramatisches Musical über eine talentierte junge Suppenköchin aus Paris, die auf grausame Weise für ihre revolutionären Ideen der Suppenzubereitung von der Pariser Vereinigung der Köche zerlegt wird. Das wird bestimmt ein großer Hit. Ja, Sir, ich möchte nicht weiter. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Ja, das heißt, jetzt wo wir uns wieder aufmachen, den rustikalen Charme von Blood Island zu erleben, werden wir zuerst einmal einen Aufnahmestopp machen. Aber wir gehen jetzt natürlich zuerst hier schön vor dem Vulkan genießen und genießen diese Wärme. Ja, also, in diesem Sinne, ich verabschiede mich, habt eine schöne Abend, man hört und riecht sich vielleicht, wenn man nicht duscht, macht's gut, schöne, tschüss.